Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Es ist wieder Marvel Legends Zeit. Ich habe für euch den klassischen Baron Zemo. Ja, ihr wundert euch, Baron Zemo, wieso sieht er so aus? Wenn ihr nur das MCU kennt, dann kennt ihr diese Optik an sich ja so gar nicht. Aber so sieht Baron Zemo in den Comics aus. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Bösewicht. Typischer Captain America Villain auf jeden Fall. Und er hat auch was mit den Thunderbolts zu tun. Wenn ihr die Comics kennt, so aus den frühen 2000ern, in den Thunderbolt Comics, da spielt er auch eine sehr, sehr wesentliche Rolle. Und es ist ziemlich cool, diese Storyline. Also kann ich euch nur empfehlen. Wir gucken uns aber heute mal die Marvel Legends Figur zu Baron Zemo an. Ich finde sie ziemlich geil. Ja, was reden wir lange? Kurz auf die Packung geblickt. Marvel Legends oben, unten den Namen, ne? Artwork auf der Seite und auf der Rückseite natürlich noch das Artwork in groß und in verschiedenen Sprachen eine kurze Biografie des Charakters. Sehr, sehr kurz allerdings, ja. Was soll's, wir gucken mal drauf. Aus der Nähe betrachtet ist der Baron ein echt schicker Dude. Also die Farbgebung ist echt cool, weiß zu gefallen. Ich finde das sehr schön mit diesen gelben Handschuhen und auch den gelben Stiefeln hier mit dem Fellbesatz. Das sieht schon echt super aus, genau wie der Fellbesatz an den Schultern. Ja, dann dieses wunderbare Wollmaskending mit diesem, ja, ich weiß gar nicht, was soll es sein? Es sieht aus wie eine Krone oder auch ein Kopfhörer. Keine Ahnung, was er damit so macht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Also das weiß zu gefallen. Sein Gürtel ist auch ziemlich cool, wobei meiner hier so ein bisschen verbogen ist, aber das stört mich jetzt nicht besonders. Ansonsten finde ich, dass sie es hier sehr schön gemacht haben mit dem Faltenwurf. Man sieht das Gelenk fast gar nicht. Das finde ich sehr, sehr cool. Insgesamt eine runde Figur, keine Frage. Auch hier schön muskulös auf der Rückseite. Das weiß zu gefallen. Wir schauen uns mal die Beweglichkeit des Kollegen an. Denn er kann natürlich den Kopf bewegen in alle Richtungen. Er kann ihn schwenken, er kann ihn drehen, er kann ihn nach hinten machen, er kann nach vorne gucken. Alles ist möglich. Wir können die Arme anheben. So hoch. Können die Arme drehen natürlich, klar, keine Frage. Nach vorne und nach hinten, das geht auch, gar kein Problem. Da dreht sich dieser Fellbesatz mit. Wir haben hier oben ein Drehgelenk drin, das geht auch, gar kein Problem. Wir haben ein doppeltes Ellenbogengelenk, auch das ist da. Dann haben wir die Möglichkeit, die Hand zu drehen und wir können die Hand auch noch in diesem Falle hoch und runter kippen. Sieht ein bisschen komisch aus, bei der anderen Hand ist es halt einfach nur eine Drehung. Na, also beziehungsweise, da können wir sie nach innen kippen. Hier ist es wirklich, das ist auch ungewöhnlich, nach oben und nach unten. Normalerweise ist es halt eher so nach innen und nach außen. Das ist schon etwas Besonderes dann. Aber ich glaube, das ist dafür da, damit er das eine Zubehörteil schön über die Schulter legen kann. Das gucken wir uns nachher gleich auch nochmal an. Wir haben eine Brustartikulation. Oh, jetzt mache ich hier fast meine Figur kaputt. Wir können auf jeden Fall die Brust so nach vorne machen und so nach hinten. Das geht. Das ist gar kein Problem. Wir haben eine Hüftartikulation drin, dann können wir den Gürtel auch danach auch wieder ein bisschen runterschieben, dann passt das auch wieder alles. Ja, und wir können natürlich die Beine spreizen, keine Frage, das geht. Wir haben hier die Möglichkeit, das Bein nicht wirklich nach hinten zu machen, da ist der Po im Weg, das kennen wir von den Hasbro-Figuren. Wir können das Bein nach vorne machen, wir haben hier oben eine Drehung drin, wir haben ein doppeltes Kniegelenk haben wir hier drin, wir haben einen Bootcut haben wir hier drin und wir können natürlich den Fuß nach vorne und nach hinten machen und so ein bisschen zur Seite wegrocken, das geht auch. Also beweglichkeitstechnisch ist hier für alles gesorgt. Ja, was haben wir denn an Zubehör dabei? Natürlich hat er Hände dabei, keine Frage, in diesem Falle sind es wunderschön gestaltete, ich weiß nicht, ob ihr sie vernünftig sehen könnt, wunderschön gestaltete Hände, die hier auch noch so ein ganz bisschen Farbe auf der Rückseite haben. Da sind so Striche drauf gemalt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Das sind in dem Falle einfach zwei Greifhände, die ihr dann anstelle der Faust und der Hand, die ihr da jetzt dran habt, dran setzen könnt. Ansonsten hat er noch sein Schwert mit dabei. Das sieht auch super aus. Ja, keine Ahnung, ob das ein Erbstück ist von Baron Zemo dem Ersten. Ich glaube, das ist jetzt Baron Zemo der Dritte. Nee, der 13. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Auf jeden Fall haben wir hier dieses wunderbar gemachte Schwert. Ich finde das schön. Mit verschiedenen Farben wurde hier gearbeitet. Es sieht super aus. Und so ein leichter Goldeffekt dann hier. Ne, das Ganze sieht so aus, als wäre das hier mit so Leder umgestrappt. Hinten dann noch diesen goldenen Effekt. Und die Klinge halt in Silber. Das sieht auf jeden Fall super aus. Ist eine tolle Waffe. Und hier seht ihr, was ich meinte. Na, und hier seht ihr, was ich meinte. Na, dadurch, dass man die Hand nach hinten und nach vorne kippen kann, kann man ihm das Ding schön auf die Schulter legen. Das sieht echt super aus. Hast du gleich eine gute Pose, hier noch so ein bisschen die drohende Faust und dann kommt das richtig gut rüber. Also Zemo kann echt was. Finde ich ziemlich geil, die Figur. Ein absolut toller Super-Schurke in super Klamotten mit super Farbgebung.
Ich feiere den total. Baron Zemo. Einfach extremst kultig. Und wenn ihr auch so einen Baron Zemo haben wollt, dann fragt doch mal den Toy-Dealer eures Vertrauens. Schaut euch im Spielwarenhandel um oder schaut mal in die Videobeschreibung. Da ist auch der eine oder andere Shop verlinkt, bei dem ihr sowas kaufen könnt. Ich bedanke mich recht herzlich bei Hasbro fürs Bereitstellen der Figur und bin gespannt, was da dann demnächst noch so kommt. Denkt dran, es gibt bald noch weitere Reviews. Ich habe noch ein paar andere Marvel Legends Figuren und es sind auch schon einige auf dem Kanal. Also einfach mal ein bisschen stöbern. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke wieder anschalten. Mach es gut. Tschüss. Was ist denn los? Ach so, das Ende vom Video. Ha, ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.